Jo, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Infamous Second Son. Okay. Es geht weiter mit so einem kleinen Gespräch. Welche Überraschung. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist. Was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst? Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte! Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Und ich sage es nochmal. Nicht... Ah! Aua! Tut ziemlich weh, hm? Vielleicht weiß ich, was da drin los war. Nein, Betty, nicht. Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Ich opfer mich selber. Wir werden zum Held. Oder wollen zumindest. Was? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ja gut, was anderes war's ja nicht, ne? Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ja, hab gehört, das soll wehtun. Neue Karma-Stufe, Beschützer. Sie haben den ersten Schritt getan, um ein Held zu werden. Hast du geträumt? Sind auf dem Weg, ein Held zu werden. Gute Taten ändern ihre Stufe, böse Taten ändern ihre Ausrichtung. Okay. Was zum Henker ist hier los? Das frage ich mich auch gerade. Ist das Langhaus jetzt etwa ein Krankenhaus? Habe ich so ein bisschen im Gefühl gerade, ne? War ich weg? Puh, keine Ahnung. Nick, Mann, was ist passiert? Wir können da gar nicht reingucken, okay? Was zur Hölle? Nö. Kann ich das dir vorgehen? Nee. Kann ich das dir vorgehen ausschalten? Damit quasi eine gute Tat vollbringen? Ja, fragen wir. Gucken wir mal, in welche Richtung wir gehen. Ob wir eher die böse Seite wählen oder ob wir tatsächlich sogar die gute Seite wählen? Oh mein Gott. Wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Wahrscheinlich genug. Dieses Versteinerte wahrscheinlich. Und niemand konnte sie aufhalten? Nicht wirklich, oder? Was? Oh mein Gott. Betty. Jo. Der Zinnjunge. Du bist wach. Hat Augustin dir das angetan? Ja, hast du wirklich gedacht, dass ich dich an diese Zimtzicke verrate? Außerdem, im Moment lassen sich doch alle coolen Kids die Beine piercen. Das heißt, dass alle hier... Wir sind da komisch. Wir schützen unsere Leute.
Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Hey. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Das ändert nichts. Du wurdest so geboren. Aber das bedeutet, ich bin jetzt einer von denen. Bist du nicht. Du bist kein bösartiger Bioterrorist, der umherläuft und einfach Menschen umbringt. Du bist ein guter Junge. Bei dir kommt eben einfach nur Rauch aus den Fingern. Aber natürlich weiter ist, ne? Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Hey. Red dir nicht so etwas ein. Wenn du hier Trübsal blasen willst, dann schlafe ich noch eine Runde. Denn ich brauche meine Ruhe, damit es mir wieder besser geht und ich auf die Beine komme. Und jetzt kann ich ausruhen, weil du wach bist. Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon wieder. Wirklich. Wirst schon sehen. Mann, Dörzchen. Ah. Verdammt, ich dachte, wir würden dich verlieren. Wegen Beton in den Beinen? Dafür braucht es schon etwas mehr. Tja, ich schätze mal, Schnellheilung gehört wohl auch zu deinem neuen Ding. Wo wir davon sprechen, dieses Zeug mit deinen Händen, ist das weg? Ich weiß nicht genau, Mann. Rauchen ist im Langhaus verboten, oder? Klar. Außerdem sollen die anderen ja schnell gesund werden. Gesund werden? Dalsin, diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen, dass... Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Was? Ja. Aber das war Augustin und ihre komische Betonkraft. Scheiß drauf, Mann. Sieht aus, als würden wir beide sie aus Seattle wieder herholen. Wow, warte. Was, glaubst du, dass du sie überreden kannst, mit dir zurückzukommen? Komm schon, Mann. Ich weiß, dass du dir den Kopf gestoßen hast, aber ihr zwei habt euch beim letzten Mal nicht gerade prächtig verstanden. Reggie. Ich bin schuld. Ich bring das in Ordnung. Nein, verdammt, Dalsin. Du bist gerade erst wieder aufgewacht. Hör zu, ich weiß, du willst helfen, aber die Ärzte sagen... Dass man sie nur mit derselben Kraft wieder herausbekommt. Kapiert? Was bedeutet, dass wir Augustin gar nicht brauchen? Wir brauchen nur ihre Kraft. Okay, ich kann dir nicht folgen. Ich sauge Kräfte auf wie ein Schwamm. Weißt du noch? Wenn es mit Rauch ging, warum nicht auch mit Beton? Aber was, wenn das mit dem Rauch nur Zufall war? Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Ich erklär's dir im Wagen. Welcher Wagen? Du hast keinen Wagen. Ich... Das ist mein Wagen. Ja, und das ist keine gute Idee. In Ordnung, ich hab mir da schon was überlegt. Okay, also. Wir schlagen da auf, bedienen uns ordentlich am All-Inclusive Conduit Kraftbuffet, schauen uns vielleicht die Space Needle an, da wollte ich immer schon mal hin, und dann retten wir zu Hause ein paar Leben. Dir ist klar, dass wenn wir da aufschlagen, es gut möglich ist, dass die Stadt, nun ja, zurückschlägt? Zurück? Was soll das denn heißen? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Glaubst du, du bist da willkommen? Nein, aber ich werde anders sein, okay? Ziehe nicht die gleichen Sachen wie die ab. Ich werde Leben retten. Ich werde ein neuer Superheld. Genau. Ich werde die Kranken heilen. Meinst du echt, und... die schmeißen dir eine Parade? Wach auf, Mann. Hey, keine Sorge, Dell, okay? Wir bringen das in Ordnung. Wir werden dich heilen. Heilen?
Rauch aus den Fingerspitzen zu schießen, ist nicht gerade normal, Mann. Hm. Nur weil es nicht normal ist, heißt es nicht, dass es geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Die Leute haben Angst vor... Nur mal kurz einzugritschen. Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie so eine andere Definition von, was normal und unnormal ist. Ne? Jeder hat so seinen Standard und der denkt, alles, was darüber hinaus ist oder drunter ist, ist halt quasi unnormal. Terroristen, das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Wow. Shit. What? Fantastisch. Huh. Upsi. Den Rest laufen wir wohl. Laufen? Was? Ja. Wo willst du hin? Hey. Verdammt. Großer Gott, sieh dir das bloß an. Pass auf, wenn du es dir anders überlegt hast, dann... Machst du Witze? Das ist unglaublich. Das ist Zerstörung. Das ist Selbstverteidigung, Mann. Die Straßensperre war zum Angriff gedacht. Weil es Bioterroristen sind. Tja, das hat sie nicht aufgehalten. Und bei meiner Wenigkeit wird das auch nicht klappen. Nach Seattle gehen. Oh, das ist dann wohl das Mutterschiff. Ich glaube, wir kriegen eine weitere Fähigkeit. Wir können quasi Fahrzeuge zerstören. Scheiße, Delson! Hey, alles okay? Okay. Mir geht's besser als okay, Mann. Ich glaube, ich kann einen neuen Trick. Ja, neu. Wie cool ist das denn? Auf jeden Fall neu und besser. Zumindest können wir jetzt mal werden. Das ist nicht besser, Mann. Wir versuchen, die Probleme zu lösen, die du schon hast. Wir brauchen keine neuen. Was glaubst du? Augustin wartet und ruht sich aus? Ich muss stärker werden, wenn ich gegen die Betonkönigin antreten will. Hey, ich hoffe, das musst du nicht. Hör mal, es gibt vielleicht auch noch einen anderen Weg zu Augustin. Welchen anderen Weg? Ich habe ein paar Kontakte in Seattle, okay? Auch bei der Polizei. Nein, Hilfe. Das ist nicht der Punkt, an dem Reggie auftaucht und alles in Ordnung bringt. Das ist nicht dein Problem, Reggie, sondern meins. Hallo? Ist da jemand? Hört mich jemand? Da, perfekt. Du willst jemandem helfen? Los, rette die Jungfrau in Nöten. Ja. Yeah. Bitte. Okay, gut. Wir gehen beide. Oh nein. Du spielst den Supercop, okay? Ich komme nach, so in einer Minute. Okay, aber geh ja nicht weg. Nö, warum auch? Und um Himmels Willen, fass bloß nichts an! Ich fasse jetzt alles an. Wir können ja jetzt ein bisschen Action machen hier. Du zuerst, kleiner Kerl. Ah, wir können zielen. Wunderbar. Hey, das brauche ich noch. Vielleicht muss ich bloß Rauch nachtanken. Okay. Ah, ja. Ja, danach könnte ich wirklich süchtig werden. Keine Rauchenergie mehr. Wir brauchen Rauchenergie. Und fertig. Wir müssen also quasi uns aufladen wieder, damit wir weitermachen können. Aber warte, was habe ich hier gezeigt? Licht, ja? Oder was? Nee. Hier ist noch weiterer Rauch. Wir müssen also weitere Explosionsscherben sammeln. Guck ich jetzt gerade mal durch. Wollte ich irgendwas übersehen haben? Ja. Oh ja, das müsste funktionieren. Scherbenzin. Oh Mann, wenn wir in der Stadt sind, muss ich unbedingt noch mehr von den Dingern finden. Ach, wenn wir nicht von sich aus landen, muss ich sie wohl abschießen. So, dann ziehen wir den jetzt gerade wieder die Scherben. 3 von 4 Explosionen. Ich brauche dich hier oben.
Du glaubst im Leben nicht, was das für ein Piepen war. Komm einfach her, okay? Hier steckt ein Bus voller Hilfsarbeiter fest. Ich wollte, dass sie den Bus verlassen, aber sie wollen die Medikamente auf dem Dach nicht zurücklassen. Sag ihnen, sie sollen durchhalten. Ich hol den Bus da raus. Dirtson, ich weiß, was du denkst. Tu's nicht. Ey, ich hab grad einen Schwarm Quadrocopter. Ich kann wohl einen Bus ausgraben. Dauert ja ewig. Das muss auch schneller gehen. Drücken Sie Options, um die Kräfte Upgrade-Menü zu gehen. Okay. Rauchschuss. Wir können den Rauchschuss. Arschexplosion. Upgrade. Wir können eine Arschexplosion treffen. Okay, wunderbar. Ich bin nicht aufzuhalten. Dirtson, ich sagte nicht. Ah, sorry, Reg. Kann ich nicht hören. Meine Heldentaten sind zu laut. Dirtson, ich werde nicht. Ups, du warst weg. War wohl die falsche Taste. Okay, wir kriegen das Auto nicht zerstört. Okay, das heißt, wir müssen wieder irgendwas. Okay, wir sollen bei Reggie in dem Bus bleiben. Ich muss, glaube ich, die Autos ein bisschen anhauen, um so Rauch zu generieren. Gut, dann haben wir noch zwei Autos hier stehen. Der Rest der Strecke ist frei. Wird Zeit, das Ding nach Seattle zu fahren. Gut, dann haben wir das Thema auch. Und da wollen wir wirklich in Sicherheit kommen, dass wir beim nächsten Part bei Let's Play Infamous Second Son.